Präventionsmaßnahmen zu setzen. Und es braucht aber dabei auch immer eine starke Zivilgesellschaft. Und ich darf daher bereits eingangs Ihnen allen meinen Dank zum Ausdruck bringen. Kinderschutz bedeutet somit, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und für das Wohlbefinden der Jüngsten in unserer Gesellschaft zu sorgen. Die Bundesregierung und auch wir im speziellen Familienministerium haben uns sehr intensiv in diesem Jahr diesem Thema gewidmet und ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Erlauben Sie mir dabei, drei Themen herauszustreichen, denn ich bin davon überzeugt, dass gerade präventive Maßnahmen besonders wichtig und notwendig sind, um die Jüngsten unserer Gesellschaft zu unterstützen. Was haben wir gemacht? Wir haben zum einen einen Leitfaden für Kinderschutzkonzepte erstellt, der dazu dienen soll, Organisationen im außerschulischen Kinder- und Jugendbereich zu unterstützen, nämlich effektive Schutzmaßnahmen für Kinder zu implementieren, um Risiken zu erkennen und die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. Zum Zweiten, wir werden in diesem Zusammenhang eine Qualitätssicherungsstelle für Kinderschutz einrichten, die die Aufgabe hat, Gütesiegel an Einrichtungen zu verleihen, um gerade für Eltern ein zusätzliches Sicherheits- und Qualitätsmerkmal zu schaffen. Und eine dritte ganz konkrete Maßnahme. Wir haben in diesem Jahr einen sehr umfassenden Förderpool in der Höhe von 600.000 Euro ins Leben gerufen, um Projekte zu unterstützen, die Maßnahmen zur Prävention und zur Bewusstseinsbildung gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Fokus haben. Darüber hinaus werden wir eine Kampagne umsetzen, um gerade Kinder und junge Menschen Informationen mitzugeben, welche Formen von Gewalt es gibt, was sie dagegen tun können und wohin sie sich wenden können. Denn gerade diese Sensibilisierung ist wichtig. Und der Kinderschutzpreis trägt maßgeblich ebenso dazu bei. Und ich freue mich, dass dieser Abend erneut Best Practice Beispiele hervorhebt, um zu demonstrieren, wo gezielte Unterstützung für die Bedürfnisse von Kindern und jungen Menschen geboten werden.